Die Gäste also voll auf Temperatur im Abstiegskampf. Ein Dreier beim Tabellenschlusslicht aus Hof. Fast schon ein Muss. Doch dass sich die Heimelf nicht hängen lässt, zeigt sich gleich nach 15 Minuten. Der Ball schlägt ein im Buchbacher Tor, doch Schiedsrichter Andreas Hummel und sein Assistent entscheiden sofort auf Abseits. Und das war korrekt. Martin Holek steht bei der Flanke, einen Schritt zu weit vorne drin. Die Schwarz-Gelben aber von Beginn an das agilere Team. Keeper Weber klatscht nur nach vorne ab. Und Dartsch vergibt kläglich. Halbzeitstand 0:0, ein mäßiges Spiel. Buchbach muss hier deutlich einen Gang zulegen. Und das tun sie dann auch nach dem Pausentee. Petrovic mit der besten Möglichkeit bisher nach einer guten Stunde auf der Uhr. Nach 65 Minuten dann nächster Angriff Bayern Hof. Das ist einfach, das ist zielstrebig gespielt, doch der Ball geht nur an den Innenpfosten. Martin Holek heute einfach nicht vom Glück verfolgt, hat man das Gefühl. Wieder Freistoß Hof, doch was ist das denn? Völlig verkorkste Variante, der Schuss geht nach hinten los. Der TSV mit 5 Mann gegen 3 Verteidiger. Flügler bekommt die Chance und ist eiskalt. Der Defensivspieler macht das so wichtige 1:0, das in dieser Form allerdings auch niemals fallen darf. Die Heimelf kämpfte tapfer weiter, hatte in der 82. Minute sogar noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Aber auch diese Situation ein Spiegelbild der ganzen Saison. Irgendwie soll es einfach nicht sein. Die Leistung der Spielvereinigung jedoch ein kleiner Lichtblick am Tabellenende.